Yeah! Wie viel Geld muss ich ausgeben für ein Einsteigerinstrument? Yeah, das ist doch mal wieder eine Frage, ja. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Saxophon-Praxistipps. Ich freue mich ja immer, wenn ganz konkrete Fragen kommen. Und das ist eine Frage, die ich immer wieder und immer wieder höre. Ist ja auch klar, ja. Ich gebe dann irgendwelche Workshops in Musikgeschäften oder so, da kommen Leute hin, die haben noch nie gespielt, die würden gerne und die wollen natürlich wissen, wie viel Geld sie anlegen dürfen, ja, oder auch bei den Saxmasters hier in meiner Online-Saxophon-Schule, da haben wir natürlich auch immer Anfragen, die Leute wollen gerne lernen und wollen natürlich auch wissen, was das jetzt kostet, ja, und da will ich dir in diesem Video ein paar Tipps zu geben, ja, und ich hoffe, dass ich dir damit dann auch weiterhelfen kann. Also, erstens, ich würde dir absolut abraten von den Billigangeboten, sage ich mal, bei eBay oder bei, ich glaube, Amazon. Da gibt es ja jetzt auch inzwischen Saxophone. Also da kostet so ein Altsaxophon wegen mir 250 Euro, 300 Euro, 350. Die haben super schöne Namen. Ja, da steckt dann gerne auch mal so Deluxe oder irgendwas in dem Namen drin. Das klingt ja dann immer sehr edel. Aber es ist wirklich Schrott. Ja, lass die Finger davon. Du tust dir keinen Gefallen. Du hast keinen Spaß mit den Saxophonen. Ich habe Folgendes erlebt, so wahr ich hier sitze. Ein Schüler, erste Stunde in der Musikschule, der kam ganz stolz rein. Ja, Saxophon billig gekriegt im Internet. Und wir haben das dann zusammengebaut, fingen an zu spielen, so die ersten Töne. Und in der allerersten Stunde ist ihm das erste Teil von der Mechanik runtergefallen, lag auf dem Boden und er hat große Augen gemacht, dass sein Saxophon der ersten Stunde schon auseinanderfällt. Ja, du hast wirklich keinen Spaß mit den Dingern. Und es ist zu teuer. Warum sage ich, es ist zu teuer? Weil mit so einem Billigsaxophon, sage ich mal, steckst du ständig in der Werkstatt. Ja? Und du bist ständig Geld am Ausgeben, weil da was repariert werden muss und da was reparieren. Da ist wieder eine Mechanik nicht in Ordnung. Also du hast wirklich, auf Dauer hast du keinen Spaß. Lass die Finger davon. Ja? Jo, dann kommen wir in die nächste Preisklasse. Sagen wir mal 600 Euro. Da kannst du schon Instrumente kriegen, die ja, die ordentlich spielen und so, mit denen du ganz gut klarkommst. Aber bei den Instrumenten ist relativ klar, nach ein, zwei Jahren brauchst du was Besseres. Ja, und dann hast du im Endeffekt auch wieder viel Geld ausgegeben. Ja, also eigentlich würde ich von der Preisklasse auch abraten. Was ich empfehle, ist so die Preisklasse, ich sag mal, um 1000 Euro. 1000 bis 1200 Euro. Das ist eine Preisklasse. Da gibt es Saxophone, die sind sehr gut verarbeitet, ja, von der Mechanik her. Die halten lange. Du kannst eigentlich mit den Saxophonen, wenn du als, ich sag mal, Hobby-Saxophonist spielst, also jetzt nicht auf Tournee gehen willst und professioneller Saxophonist werden willst, also so als Hobbymusiker, kannst du eigentlich ein Leben lang mit so einem Instrument spielen, wenn es in Ordnung ist. Ja? Und das ist eigentlich eine Preisklasse, die ich sehr empfehle. Natürlich gibt es teurere Instrumente, wenn du so den Mercedes unter den Saxophonen kaufst und so, da bist du schnell bei 3.000, 4.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro dabei. Die Preise, die ich jetzt genannt habe, die gelten fürs Altsaxophon. Ja? Beim Tenorsaxophon kannst du davon ausgehen, die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, so in der Regel nochmal so 15 bis 20% teurer. Tenorsaxophon ist größer, mehr Masse, mehr Material ist ein bisschen teurer. So, das ist eine. Damit hast du mal ungefähr so eine Preisklasse. Ja? Wie kommst du jetzt am besten an das Saxophon ran? Am besten besorgst du dir ein Saxophon im Musikgeschäft. Ja, einfach aus folgendem Grund. Wenn du das irgendwo im Internet bestellst, dann weißt du nicht, in welchem Zustand das ist. Das sind zum Teil Händler, ich habe eben eBay und Amazon oder sowas genannt, das sind zum Teil Händler, die verkaufen Saxophone, Wunderkerzen und Weihnachtsdeko. Die haben davon keine Ahnung. Du kriegst dann irgendeinen Karton hingeschickt, wo dann halt irgendein Instrument ist. Wenn du ein gutes Musikhaus hast, und mit einem guten Musikhaus meine ich entweder ein Musikhaus, die eine Werkstatt haben, eine eigene Saxophonabteilung, wo sich Leute mit dem Saxophon auskennen. Das meine ich mit einem guten Musikhaus. Oder ein Spezialgeschäft für Blasinstrumente gibt es ja auch in den größeren Städten zum Teil.
Also wenn du so ein Musikhaus hast, da weißt du, da sind Leute, die kennen sich mit dem Saxophon aus, die haben das Saxophon eingestellt. Hier sind ja viele, viele Mechaniken. Die haben dann die Mechaniken richtig justiert. Du kannst davon ausgehen, die Polster decken alle. Also du kannst einfach mehr oder weniger sicher sein, dass du ein ordentliches Instrument kriegst. Und also viel mehr, als es zum Beispiel im Internet der Fall ist. Deshalb würde ich ja immer empfehlen, im Musikhaus zu gehen. Gibt noch einen zweiten Aspekt. Bei diesen vielen Mechaniken kann dir natürlich immer auch mal passieren im Spiel, so im Handling, Zusammenbau oder so, dass du mal irgendwo eine Mechanik so ein bisschen verbiegst. Mit ein bisschen meine ich jetzt einen halben Millimeter, also wirklich nur ein bisschen. Und dann kommen ein paar Töne nicht richtig. Und wenn das im Musikhaus gekauft hast, da weißt du auch, wo du wieder hingehen kannst und kannst sagen, hier, Freunde, habe ich bei euch gekauft, ich habe ein Problem, könnt ihr mal gucken. Ja, das ist eigentlich auch immer sehr, sehr wichtig. Jo, und dann habe ich eben die Zahlen genannt. Wenn dir das jetzt vielleicht ein bisschen teuer erscheint, ja, oder es gibt natürlich auch Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, aber ich weiß natürlich noch nicht, ob ich dabei bleibe. Vielleicht nach 2 Monaten will ich ja doch lieber Mundharmonika lernen oder so. Und dann empfehle ich dir eher so eine Art Mietkauf, Leasing, Mietsystem zu machen. Also jetzt nicht ein Billigsaxophon, da hast du keinen Spaß dran, sondern hol dir besser ein ordentliches Einsteigerinstrument und kauf das nicht, sondern mach so eine Art Miete. Und da gibt es verschiedene Systeme. System Nummer 1, die Miete ist relativ preiswert und wenn das Saxophon nach einem halben Jahr zurückgibst, war's das. Jo, so, das ist eine. Das zweite, die Miete ist etwas teurer, aber wird dir nachher angerechnet, falls du das Saxophon kaufen willst. Das ist ja auch interessant. Dann bezahlst du also schon mal, was weiß ich, ein halbes Jahr lang Miete. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Vielleicht 30 €, 40 €, keine Ahnung. Und wenn du nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr das Ding dann kaufen willst, dann heißt es, okay, du hast schon so und so viel Miete bezahlt, das wird dann angerechnet und das Saxophon kriegst du dann entsprechend irgendwie billiger. Das ist das Zweite. Und eine andere Variante gibt es auch, das heißt, Kauf mit Rückgaberecht. Ja, das läuft dann so: Du bezahlst das Saxophon ganz normal und kriegst dann wegen mir ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang, ich weiß nicht, wie lange sowas funktioniert, hast du dann das Recht, wenn du doch nicht mehr spielen willst, das Saxophon wieder zurückzugeben. Ja, das sind also verschiedene Systeme und da musst du einfach mal mit dem Händler bei dir vor Ort einfach mal mit dem besprechen, was er anbietet. Also manche bieten das eine an, andere lieber das andere. Ich weiß auch nicht. Da muss einfach mal gucken, was die Leute bei dir vor Ort anbieten. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt: gebrauchte Instrumente. Ja, da kann man natürlich ein bisschen Geld sparen, wenn man ein gebrauchtes Saxophon sich irgendwoher besorgt. Jetzt wieder mein Tipp: Bitte nicht bei eBay. Ja, bei gebrauchten Saxophonen ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig hier die Polster. Also, jetzt siehst du das. Diese braunen Polster da drin, ob die noch in Ordnung sind. Ja? Und bei einem gebrauchten Instrument kann es dir sehr schnell passieren, dass die schon, ich sag mal, abgespielt sind. Und dann müssen die Polster erneuert werden. Dann brauchst du eventuell eine Generalüberholung. Dann ist die Generalüberholung genauso teuer wie ein Saxophon. Also da würde ich von eBay da auch wieder abraten. Wenn du ein gebrauchtes Instrument suchst, gibt es einfach einen Tipp. Im Musikhaus gibt es viele Leute, wenn die sich ein neues Saxophon kaufen oder ein höherwertiges Saxophon, ein Profi-Saxophon, dann geben sie ihr Saxophon, das sie vorher gespielt haben, vielleicht auch in Zahlung. Ja? Und im Musikhaus, in einem guten Musikhaus, kannst du dann davon ausgehen, dass die da mal drüber geguckt haben, dass sie die Mechanik in Ordnung gebracht haben, dass sie geguckt haben, dass überall alle Polster decken. Und da hast du im Musikhaus eher noch die Gewähr, dass das Saxophon in Ordnung ist, dass du gut damit spielen kannst. Ja, deshalb würde ich auch bei einem gebrauchten Instrument eher zum Musikhaus raten und jetzt nicht bei eBay. Da kann es sein, dass du was Ordentliches kriegst oder dass du ein Schnäppchen machst, aber bei eBay kann es dir auch passieren, dass du ein Instrument kriegst, das du besser an die Wand hängst und vielleicht eine Lampe rein oder so. Ja, gut.
Ich hoffe, mit den Tipps konnte ich dir helfen. Und im Grunde kannst du direkt weitermachen hier bei den SAX Masters. Es gibt einen kostenlosen Testmonat. Du kannst schon einen Monat lang kostenlos bei mir Unterricht haben. Da zeige ich dir, wie du die ersten Töne auf dem Saxophon rauskriegst. Ich zeige dir die ersten Griffe. Es gibt die ersten Übungen, die ersten Songs, die ersten Playbacks. Und das kannst du einen Monat lang kostenlos bei mir machen. Und nach dem Monat, wenn es dir dann gefällt, dann kannst du dich anmelden bei den SAX Masters und dann wirst du ein SAX Master Schüler. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Bis dann. Ciao.